Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Forza Horizon 3. Tali. So, Alex darf ran. Juhu, ich bin wieder dran. Ja, diesmal darf er dieses, wie versprochen im vorhergehenden Let's Play, das Schaurennen mit den Speedboats. Ja, da freue ich mir einen Keks. Ja. Wird richtig geil. Na dann werden wir sehen. Erstmal muss ich hier durchkommen, ohne alles anzuditschen, weil der Wagen ist ja nicht so der Brüller. Ja, nee, das ist er schon nicht. Ja, ja, nicht wirklich. Siehst du, da geht schon ja. Ab ins Bushäuschen oder ich was. Ich dachte, das konnte man platt machen. Wäre cool gewesen. Ja, nicht wirklich. Ist ja nur so ein bisschen hart. Ah, ein bisschen hart? Bissili hart. Oh, die Karre, ey. Der ist schon der Knaller. Ja, so sieht's aus. Aha. Sie kann halt nicht wirklich viel und das, was sie kann, nicht wirklich gut. Oh, drehen. Was kriegen wir denn jetzt? 2000. Oh, Jackpot. 75.000. Ich hätte aber auch lieber ein Auto genommen. Ja, ich lieber auch. Kohle haben wir ja eh, wie Heu. Ja, Auto wäre besser, auch wenn es nur eine Dreckskarre ist. Ja, schlimmer wie die hier kann es nicht sein. Sag sowas nicht. Ja, das stimmt allerdings auch wieder. Aber man kann bestimmt aus dem was machen. Mhm. Bestimmt. Ein Ferrari. Ja, ein Ferrari nicht, aber kann man bestimmt was machen. Rums! Schon wieder kaputt. Ja. Die Karre zu Klump gefahren. Was? Was steht da oben? Bitte, bitte schalten Sie Hospital. Weiß nicht. Blibla blub wieder ein. Warum? Weiß nicht. Fick dich. Scheiß Radiosender. Ja, aber das würde er ja nicht einfach so schreiben. Ah, siehst du, das, du hast. Bist ein Fuchs? Da ist ein Schild, ne? Ja, ja. Vor allem, das ist halt nicht so versteckt gewesen. Nee. Was gibt's denn da? 5000. Ja, ja. Läuft. Und den Baum. Kostenlos dazu. Oh, da ist einer vorbeigehuscht. Den hole ich mir gleich. Ja, ich glaube nicht. Der fährt bestimmt anders lang. Ist mir egal. Ach so, na dann. Ist mir sowas von egal. Hör mal auf, hier rumzusingen. Das nervt. Was? Wieso sagst du sowas? Ach so halt. Trifft. 14 Millionen Punkte. Ja, 2.379.000. Ja, 0,4. Ja. 0,4. Naja, ist ja doch noch ein Stück. 4,5 Kilometer. Ja, ist ja mit dem Auto schon schnell gemacht. Ja, genau, weil der Bock ja auch so schnell fährt. Ja, klar. Ja. Natürlich, was hast du denn gedacht? Ja, da fahre ich mit dem Fahrrad genauso schnell. Müssten vielleicht doch mal irgendwie ein Reifen-Upgrade machen, ne? Dann würde er vielleicht nicht mehr so rumeiern. Ja, genau. Willst du Spikes reinhauen oder was? Nee, Spikes nicht, aber Slicks oder so. Ja, da ist ein Schild. Ja, das ist. Das ganze Knicken, das wird unten drunter sein. Ja, kann man, wenn ich da. Ah, ja, unten drunter, gell, das ist schon. Ja, das ganze. Dann komme ich nicht mehr so schnell hoch. Nein, dann kriegst du nicht mehr so schnell hoch. Nein, dann. Ich weiß, was du denkst. Wir wollen ja das Schaurennen machen, das Schild kann man auch ein andermal einsammeln. Ja, eben, ich bin ja hier schon wieder ewig unterwegs. Ja. Und wenn immer du noch da, nicht beim Rennen. Wenn du da bist, dann bin ich dran. Nee. Nee. Niemals. Stell dich nicht so an. Jetzt will ich aber mal gucken. Ach, deswegen. Ah. Dieses DJ-Geflüster ist wieder deswegen online. Deswegen schaltet sich das auch alleine ein, weil du dann Fettpunkte machen kannst. Oh. Verkackt. Nur weil du mich von der Seite angequatscht hast. Achso, Entschuldigung. Soll ich mich nächstes Mal vor dich hocken oder was? Nee. Am besten gehst du aus dem Raum. Ah. Spaß. Ich kann auch das nächste Mal einfach zu Hause bleiben. Überhaupt kein Ding. Jetzt machen wir erstmal hier ein paar Punkte. Ja. Solange der schön durchs Feld gemäht. Bonus aktiv ist. Ja, läuft. Da gibt's was zum kaputt zu machen. Ja. Ganz viele Büsche. Kannst ja dem Bauer die Arbeit abnehmen, mähst ihm alles weg. Ja, oder ich mache ihn jetzt bankrott. Ja, du weil er jetzt keine Ernte mehr hat. Ja. Du bist schuld, dass da wieder einer pleite geht. Nein, meine Kette ist zu Ende. Warum? Ja, weil ich nichts gemacht habe. Wie, du groß. Du hast doch was gemacht, du bist doch durch die Gegend geeiert. Ja, ein bisschen halt, aber. Ach so. Nicht gehüpft oder nicht gedriftet oder sowas in die Richtung. Nichts kaputt aber gemacht. Das machen wir jetzt. Achso, wenn du die Büsche kaputt fährst, dann doch. Doch, du kriegst bis er diesen ultimativen Ding, ultimative Zerstörung schreibt, dann. Ah, okay. Dann kannst du nicht mehr weitergehen und wenn du dann nichts anderes machst, dann geht halt nichts. Hast du ja halt Pech gehabt, das geht kaputt. Dann geht halt nichts. Oh, du hast einen Pömpel weggefahren. Das gibt einen Pömpel. Ja, so ein Leitplanken. Ja, 34 ist jetzt nicht so mega prickelnd. Nee. Aber kack die Uhr drauf, ne? Ja, scheiß die Wand an. Da vorne ist ja nämlich schon das Schaurennen, deswegen sind wir ja alle hier. Ja. Wegen dem Schaurennen. Ja, natürlich.
Das ist Hauptgrund. Aber ich nehme noch so ein bisschen was mit. Ja, genau. Ein paar Punkte. Du driftest auf der geraden Straße quasi. Ja, so. Aber das geht mir den Bock auch. Hin und her und hin und her und her und hin. Ja. Aber da geht bestimmt noch was. Du hast noch ein bisschen Zeit. Eine Minute. Ja, so ich sagen, ja, dann. Jetzt hätte ich fast gedacht, du knüppelst den Autofahrer noch weg, dann sind deine Punkte rum. Ja, das wäre cool gewesen. Ja, ja, super. Weil du hast ja im Moment eine coole Kette eigentlich. Ja, dann mache ich dann mal weiter. Ja. Vielleicht kann ich die noch weiter ausbauen. Mit Sicherheit, sollte gehen. Ja, da läuft was. Mal 7,4 ist nicht schlecht. Ja, 7,8. Ja, kommst auf 100.000 Punkte, ne? Nein, Kette zu Ende. Was machst du denn? Egal, 110.000 ist nicht schlecht. So. Fähigkeit verdient, machen wir später. Ja. Jetzt geht's. Zum Schaurennen. Endlich mal zum Schaurennen, ja. Ja. Wird aber auch Zeit. Ja. Finde ich auch. Genug hier rumgeeiert. Jetzt wird's spannend. Na, fast vorbeigedriftet. Was? Wir haben noch 10? Ah, nee, wir müssen noch 10 Scheunenfunde. Ja. Ist ja gar nicht mehr so viel. Ja, doch schon. Echt? Doch, im Vergleich zu den alten Spielen ist es schon. Wieso, wie viel gab's da? Ich glaube 10 gab's im vorherigen oder so. Oder 8 sogar nur. Mit dem. Den kennen wir ja schon. Ja. Der ist aber cool. Ich dachte mir so, was ist das schnellste Ding auf Erden? Ja, genau. Ja, genau, und dann gleich nicht mehr gegen einen. Gut. Ja, lass mal nicht lang schnacken, lass mal voll loslegen. Ja, ja. Finde ich auch. Nicht. Weil je schneller du fährst, desto schneller bin ich auch wieder dran. Oh, die ziehen aber ganz schön gut an, du. Ja, sie haben so Speedboote an sich. Boah, das wird ewig cool, glaube ich. Ja, finde ich auch. Richtig cool. Oh, jetzt überhole ich die Wasser. Was? Ah, ne. Wie soll das gehen? Die fahren in seichten Wässern. Ja, aber das muss ganz schön flach sein, wenn du da mit dem Auto langfahren kannst. Ja, mein Auto ist halt cool. Nein! Checkpoint verpasst und Baum gekust. Ja. Alde. Das kann nur ich. Ja. Nee, das kriege ich genauso gut hin. So. Was ist das? Oh, da vorne sind sie. Oh, ein Jump. Oh ja, jetzt springe ich. Oh ja, genau. Fett. So sieht das gut aus. Echt cool gemacht. Ja, finde ich auch. Haben sie sich echt noch was einfallen lassen? Zum vorherigen Teil? So gehört sich das. Die hole ich mir jetzt, die Pimmelbergers. Oh, noch ein Jump? Nee, schade. Die fahren unter dir. Langweilig. Ja, finde ich auch. Boah, die Kurve sah auf der Karte schärfer aus, wie sie jetzt tatsächlich war. Dafür hast du es ja gut genommen. Jetzt fährst du wieder hinter dir her. Windschatten. Was? Das wäre ewig cool, wenn du Windschatten vom Boot bekommen kannst. Ja. Dann müsste es ja Wasserschatten heißen. Wasserschatten? Weil du im Wasser fährst, aber ich meine... Weil die mich voll spritzen. Ja, aber. Da weiß ich nicht mehr, was ich drauf antworten soll. Ja, du denkst halt wieder das Falsche. Das ist das Problem. Nee. Du hast dann nur wegen dem Wasser was gesagt. Und eigentlich wollte ich sagen, das heißt ja auch nicht Straßenschatten. Aber die bewerfen dich auf der Straße auch nicht mit der Straße. Ja. Die hauen dir so Asphaltblöcke gegen das Gesicht. Ja. Jetzt Windschatten. Ja. Windschatten? Euch hole ich mir später. Ich wäre jetzt, glaube ich, links abgebogen. Theoretisch könnte ich den ja hinterherfahren im Wasser eigentlich. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, da ist die Strecke gesperrt. Ah, die Checkpoints. Ja, die Checkpoints. Erstens das und zweitens ist die Strecke da auch gesperrt. Da knallst du wahrscheinlich voll in die Wand. Oh, da geht's gleich links runter. Ja, kein Problem. Ja, von easy. Ja. Scheiße. Ich wollte gerade ausfahren. Da ging's aber gar nicht durch. Oh, wie cool. Ich glaube, wenn du jetzt schneller gewesen wärst, hättest du wieder so eine Videosequenz gehabt, wo sie dann über dich drüber springen. Weißt du, so wie gerade eben mit dem, wo du drüber gesprungen bist? Wäre möglich. Aber du warst zu langsam, weil du die scheiß Kurve nicht gekriegt hast. Ja. Du hast jetzt nur noch 9% und bist hinten dran. Oh je. Ja, das kriege ich schon hin. Ja. Die mache ich kaputt. Na, die bremsen wahrscheinlich wieder vom Ziel. Ist mir egal, ich mach's kaputt. Guck mal, der ist ja schon fast da. Ja, gewonnen. Ja, Respekt. Erster Place. Ja, und so gehört sich das. Aber wahrscheinlich haben sie davor wieder abgebremst. Ich glaube, du kannst die gar nicht verlieren, die Schaurennen. Da musst du dich, glaube ich, extrem. Also, wie gesagt, bei der Gamescom habe ich bei dem ersten Schaurennen, weißt, wo der Helikopter da durch die Gegend fliegt, habe ich verkackt. Da bin ich dem nämlich hinten drauf gefahren und kam ich einfach nicht mehr dran vorbei. Ja, gut, da bist du ja aber auch selber schuld. Ja, weil ich immer hinten drauf. Ja, das ist so voll dein Fetisch, gell? Ja. Voll dein Ding. Anders kann ich das nicht. Das mache ich auch im Real Life so. Ach so.
Oh, es gibt ja nur noch zwei Schaurennen. Was? Ja. So wenig? Ja, fünf Stück. Was drei haben wir das? Jetzt gemacht. Hallo, was soll denn das? So, Zeit und für nun? Eine neue was geht? Und es nun? Mach mal nix. Na, jetzt muss ich ja wieder das... Ja, du musst erst wieder anklicken und dann... Ja, und dann wieder weggehen, damit ich ein Rennen fahren kann und so. Und naja. Naja, dann fahren wir halt mal wieder hin. Mal gucken, was gibt. Bestimmt nix. Bestimmt. Doch, müsste ja voll abgehen und so. Ja, mal gucken. Neue City, neues Glück. Ah, okay. Ah, das ist wahrscheinlich wieder mit Online-Treffen, so wie bei den vorherigen, ja, wo man da genau. online dich mit anderen Fahrern boxen kannst und so. Mit Freunden, die man nicht hat. Genau, mit nicht vorhandenen Freunden. Imaginäre Freunde zählen ja nicht. Aber das machen wir jetzt nicht. Nee. Das machen wir vielleicht irgendwann anders, wenn wir mal Zeit haben. Wir kriegen ja so schon nicht das hin, was wir eigentlich machen wollten. Das stimmt allerdings. Wir sind da total... inkonsequent. Ja. Lass uns zu leicht ablenken. Ja, weil einfach zu viel kommt. Oh, guck mal, eine Fliege. Was? So, was mache ich jetzt? PR-Stand, da ist eine... Was war denn das? Eine Strecke, ja, Rennen, da ist auch noch eine Strecke. Rennen, PR-Löffelliste, irgendwas. Pipapo, Finger im Po, Mexiko. Ja. Ich fahre mal das Rundenrennen. Na dann. Ist ja gerade ums Eck. Dazu musst du wenden. Schon dabei. Der bremst wie Zug. Ein Zug. Da brauchst du auch einen Kilometer. Selbst wenn er dann... Na, siehst du mal, der wollte mich voll wegtackeln, der Sack. Der mag dich nicht. Den bist du bestimmt auch mal hinten reingefahren und das seitdem hasst er uns. Nee, der weiß ja, dass du fährst. Oh, guck mal, da ist wieder DJ-Time. Da kannst du die ganzen Bänke wegnageln, das gibt Punkte. Ja, aber... auch nicht so wirklich viel. Nee, das kannst du hier, glaube ich, knicken. Ja. Und da habe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so große Lust zu. Ja, einmal Punkte reicht ja. Ja, man muss das ja jetzt nicht jedes Mal machen. Genau. Wobei ich eine Fähigkeit gesehen habe, dass die dann anscheinend doch häufiger kommen. Ja! Da wollte ich mich zwischendurch drücken und habe halt einfach alle drei weggeklatscht. Mit dem Motorrad hättest du das geschafft. Ja, aber hier gibt es keine Motorräder. Ja, eigentlich schade. Oh! Wie man es nimmt. Ja. Da kannst du auch den anderen... Ja, aber der andere ist ja schlechter. Von den Werten her. Ein bisschen. Ja, ja, machen wir mit dem. Ja. Hau mal rein, gewinn das erste Rennen. Vielleicht. Mal schauen, werden wir sehen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht doch. Kommt drauf an, wie gut du bist. Aber du bist ja eh besser wie ich. Das hat man ja schon mal gesehen. Ich wurde trotzdem Zweiter. Ja, aber ich meine da nicht mehr oder weniger auf unser tolles Special-Video, wo wir das Dings gemacht haben, wo ich da so abgelöst habe. Ah, die Löffelliste. Ja, die abgelöste. Ja gut, die war ja aber auch extrem schwer. Die war scheißen Dreck. Schwer. Ja. Hey. Hallo, lass mich in Ruhe, du Pissbär. Der will dich drehen. Der wollte mich küssen. Ich hab dich auch lieb. Aber... anders. Erst beim dritten Date, ja? Ja. Vorher wird nicht rumgeknutscht. Aha. Was? Ah ja klar, natürlich. Du kannst da wieder so durchfahren. Wenn ich das mache, dann werde ich direkt disqualifiziert. Disqualifiziert und die CD wirft sich aus dem Laufwerk raus, gell? Die wird in der Xbox direkt geschreddert. Ja, sicherlich. Ah, du musst Runden fahren. Mhm, drei Runden. Na dann, du bist ja schon Vierter. Ja, das läuft bei dir. Läuft, ja. Ja, läuft. Ja. Oh, verkackt. Oh, den wollte ich voll ausnutzen und bin voll wieder zwischendrin geflogen. Ja, du wolltest so machen wie ich. Ja, ja, ich wollte deine Technik mal auch ausprobieren, aber die funktioniert irgendwie nicht. Doch, doch, bei doch, mir. Doch. Hat auch schon mal funktioniert. Gott, das Auto hat ja ein Handling wie ein Traktor. Hey. Wie ein Zug. Wie ein Zug. Das fährt auf Schienen. Ja, nicht wirklich. Jetzt aber, ja. Danke für your Hilfe. Your Hilfe? Ja, your Hilfe. Du Elfe. Du Hefeteigmann. Wie heißt der dicke, fette Typ bei Marshmallowman? Michelinmann? Ja, der bei Ghostbusters. Ja, das ist der dicke, fette. Marshmallowman. Der Marshmallowmann. Ja. Der sieht doch aus wie so, wenn er zu viele Marshmallows gegessen hat. Das ist ein ganz altes Auto. Ja, das ist ein alter Skyline, der ist voll cool. Ja. Den hätte ich auch lieber nehmen sollen. Aber der stand ja nicht zur Debatte. Nein! Den hätte ich mir vielleicht vorm Rennen kaufen können. Hättest du. Aber der hätte wahrscheinlich 14 Millionen Dollar gekostet. Ja, und so viel haben wir nicht. Oder Credit. Egal. Wie es in dem Spiel heißt. Zahlungsmittel. Bargeld. Bargeld?
Na, wenn ich so viel Bargeld hätte, würde ich da definitiv nicht mehr fahren. Dann würdest du dir ganz viel Eis davon kaufen. Ja. Oder so. Das wäre voll cool. Du kaufst dir für 1,8 Milliarden, kaufst du dir einfach Eis. So viel wie geht. Der arme Eishändler. Da kannst du dir ein Haus aus Eis bauen. Ja, da kannst du dir Arktis kaufen. Da kannst du dir ein Arktis kaufen, da hast du genug Eis, gell? Ja. Aber ich hätte gerne mit Schoko und Erdbeergeschmack und so. Kann dir dann Sirup drauf kippen, kannst du mal dran rumlutschen. Nein, Sirup ist nicht so geil. Ach, hopp, hopp. Dann kacke ich dir halt hoch, dann sieht's halt aus. Ja, das, wie kann, das kannst du selber essen. Deine Scheiße. Ist niemals gelben Schnee, oder wie heißt das? Ja. Gelber Schnee. Ja. Ist nicht schee. Naja. Ja. So. Zurück zum Rennen. Ja. Hast du ja nicht mehr so lange. Nö. Fast schon fertig. Echt? Nee. Du darfst noch einmal die Kurve da wegknallen, wenn du es da ist, nicht schaffst. Ist schon eine lang. Große Runde. Oder das Auto ist einfach langsam. Ja. Oder beides. Ich glaube, das Auto ist einfach langsam. Mit unserem Warthog wären wir da schon längst vorbei. Der Warthog. Müssen wir immer noch mal gucken, ob wir da ein Geschütz drauf ballern können. Ja, genau. Aber dazu müsste man ihn ja erstmal wieder auswählen können. Meistens, wenn du da in der Dings bist, kannst du ihn gar nicht mehr auswählen, oder? Ja, wir müssen ja dann... Oder müssten einfach zur Messe gehen oder so. zum Festival, Zentrale, ja. Wie auch immer das jetzt heißt. Und dort kannst du ja dann dein Auto auswählen, tunen und... Wir könnten uns eigentlich mal, das mache ich vielleicht im nächsten Let's Play, tue ich einfach mal, wir haben doch auch diesen Audi R8. Ja. Den sind wir ja groß noch nie gefahren. In einem Rennen sind wir den noch überhaupt nicht gefahren. Ich habe den ja am Anfang nur mal genommen, genau. Um von A nach B zu kommen. Ja. Deswegen. Der hat noch zu wenig Zeit in unseren Let's Plays gehabt. Und dafür ist er viel zu schade. Der ist ein cooles Auto. Ja, den werden wir auch bestimmt später noch öfters fahren. Wenn wir mal ein bisschen weiter sind. Wenn es dann mal ein bisschen schwieriger wird noch. Und noch schwieriger? Ja, mit schnelleren Autos wird es immer schwieriger. Naja. Die zu kontrollieren und so. Ja, wobei der Audi, der war ja schon eigentlich vom Handling her ganz gut. Und wenn du irgendwann mal den Lamborghini kriegst, weißt du, den wir jetzt auch schon ein paar Mal hatten, der war ja handlingstechnisch auch super. Ja, aber der auch verdammt schnell. Ja, also, ja. Hey, Ziel! Erster Place und die anderen sind ganz schön weit weg. Loser! Gelusert? Gelusert. Die sind alle fast auf dem gleichen Level, gell? Ja. 34, 33, ja. 32, 30. Ja, irgendwie sowas. Ah, außer der eine, der hat 48. Ja. Und ist 10. Ja. Lutscher. Kacknoob. Ja. Das war das nicht unser Kollege? Ja, doch, glaube ich. Ja, unser Kollege. Teamkamerad. Ja. Geld. Stufe 22 sind wir. Oh, ich will das Auto. Den Audi will Nein, ich. Nein, da habe ich eine schlechte Erfahrung. Doch, den wollen wir. Nicht. Nein. Na, Wieder 75.000. Sehr gut. Ich würde lieber ein Auto mal bekommen. Ja, das stimmt allerdings. Aber vielleicht kannst du den für 75.000 auch einfach kaufen. Oh, 1,129 Millionen Fans. Punkt 485. Ja die. Aha. Schon wieder eine Wobei, wenn wir die letzten drei schon als Abonnenten hätten, wäre schon super. Also 485, das könnte ich schon mitleben. Ja. Dann machen wir hier mal Schluss, ne? Ja. Würde ich auch sagen. Dann darf ich wieder ran. Mal gucken, was mache ich denn dann Schönes. Das darfst du dir dann überlegen. Ja. Dann werden wir. Oh, guck mal, der hat einen ganz großen Spoiler gehabt. Ja, der war aber hässlich. Ja, den könnte ich ihm zu klump fahren. Warte, bleib stehen. Das kannst du gut. Also gut, dann machen wir ja Feierabend, dann sehen wir uns morgen wieder. Und bis dann mal und tschüss. Ciao.